willkommen bei Lava Lichterlecker, der besten Promi-Kochschule ever. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich roll heute mal das Essen von hinten auf. Und zwar gibt es bei mir als Dessert ein Kirschquark-Dessert. Schön mit Knusper drin. Dann gibt es Putenröllchen mit Ofenratatouille und Thymian-Kartoffelchen. Das alleine wäre schon ausreichend für eine gute Mahlzeit. Aber, was ist das denn gegenüber? Eine Speise, die man von dem Himmel und von den Engelchen gezeugt. Johann, du Täubchen, was kochst du? Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, natürlich koche ich gerne für Sie und mit Leidenschaft. Es gibt zwei Dinge. Einmal gibt es heute ein orientalisches Gulasch vom Lamm mit Couscous, Datteln und Granatapfel. Und dann gibt es gefüllte Tintenfische. Und dazu gibt es einen schönen Gurken, so ein Gurken-Carpaccio. Und das Ganze mit einer Wasabi-Apfel-Vinaigrette. Also zwei Gerichte, glaube ich, die sehr würzig sind und sehr lecker. Hoffentlich. Auch für Sie, wenn Sie es nachmachen. So. Immer eine große Freude für mich sind die Gäste. Aber die größte Freude ist, mit ihm zu kochen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Lieber Horst, servus. Schmuckstück. Mein Engelchen. Ja. Johann. Ja. Ich darf heute anfangen, weil ich kann dir sagen, ja, rein optisch muss ich ehrlich sagen, mein Gast heute hat einiges zu bieten. Toll. Also ich muss auch sagen, rein optisch gesehen, ist dein Gast meinem Gast auch hier und da überlegen. Wobei an Größe, körperlich sowohl als auch vom Herz, ist mein Gast nicht zu überbieten. Er ist ein Heiler, er ist ein Seelenmensch. In seinen Worten liegt schon die Kraft, Menschen gesund werden zu lassen. Er kann kochen, er weiß, was Lebensmittel sind. Er war schon dabei, wo die meisten Lebensmittel geboren oder sogar gezeugt wurden. Der war von Anfang bis Ende war der dabei. Und heute wird er mit mir kochen. Und glaub mir, das wird eine Sensation werden. Ja, und mein Gast, ich glaube, jeder kennt sie. Ja. Ja. Die kann das, was ich nicht kann. Ja, du bist ein bisschen verliebt, ne? Ja. Hier sind Mozi Mabuse und Tamme Anken. Johann, alles gut? Ja, alles gut. Bei dir auch? Freue mich außerordentlich. Komm her, mein kleines Schnuckelchen. Jetzt will ich mich noch einmal umgucken. Hier habe ich auch so eine Sensationsküche gehabt, wie die von unserem Opa. Ja, mit Sicherheit. Ich habe mich ja riesig auf dich gefreut. Ich meine, wenig freuen geht doch gar nicht, davon mal abgesehen. Ne? Ich habe eben in der Ankündigung gesagt, du warst schon teilweise bei der Zeugung der Lebensmittel dabei, die wir nachher verarbeiten dürfen. Damit meine ich natürlich, du bist nicht nur Heiler, sondern du hast auch Tiere zu Hause im Hof und du erlebst natürlich alles mit. Und gibt ein paar, die werden nachher trotzdem nie in der Pfanne landen. Ne? Da kommen wir aber nachher mal ganz in Ruhe drauf. Aber es ist grundsätzlich so, wir behandeln bis in Endstadium. Bis in Endstadium, also, auch wenn sie, nachher, nicht, ne? Wenn sie nicht gesund bleiben und sie gehen über den Teller, das ist in das Endstadium. Ja. Essen. Es geht jetzt mal um lecker Essen. Süßspeisen, ist das so dein Ding? Ja, das, besonders, weil ich meine, da kannst du nicht viel versauen. Mit dem Williams Chris kriegst du alles wieder in geschmacklichen Reihe. Das stimmt allerdings. Ja, aber der soll ja auch gesund sein. Eine Frage dazu. Ja? Als ich bei dir war, da habt ihr immer aus so kleinen Gläsern so was Rotes getrunken. Was war denn das nochmal? Ah, das war aus Friesenblut. Das ist... Was das ist war Williams Chris, 50%ig mit einem Schuss Johannisbillikör. Kannst du das jetzt noch schmecken? Ich habe noch ein Fläschchen im Auto. Johann. Nee, weil ich habe das Gefühl gehabt,
das hat euch gut geschmeckt, das Getränk. Ja, da kannst glauben, du. Ja. Nein, du fängst jetzt gleich schon mal vorsichtig an, weil wir machen ja so geschichtet im Glas nachher. Hier mit diesem schönen Knusper, mit Quark, Joghurt, Orangensaft, machst du eine schöne Creme mit frischem Honig. Dann da vorne einen schönen Kirschgelee kochen. Das wirst du wunderbar hinkriegen, das habe ich im Blut. Wenn du mich so anguckst. Horst, das ist wie damals beim Kartoffelschälen. Ja. Ich mache 3 Kartoffeln eckig und Horst schält zu Ende. Ich durfte auch mal da sein. Sensation. Lieber Mozzi, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man hier neben so einem Riesen steht? Klein. Weißt du, was ich übrigens interessant finde? Du bist schon am Malochen und der hält immer noch das Brett fest. Ne? Ja. Sag mal, wir müssen gucken, dass wir Gas geben. Johann, aber jetzt erklär mir mal, was du alles machst. Ja? Vielleicht noch eins zwischendurch. Du weißt ja, es kommt nicht immer auf die Größe an, ja? Das stimmt. Ja? Nicht überall. Deswegen. Naja. Was heißt naja? Naja. Zum Beispiel. Das sind 2 Männer, sag ich mal so. Zum Beispiel, guck mal hier. Beim Gulasch, ja? Da muss man die Würfel einmal so schön schneiden, in solche Stücke. Wir machen so ein schönes Lammgulasch. Okay. Und du machst die Füllung hier. Diese Tintenfische, die zeigen wir jetzt mal ganz kurz. Das ist noch ein ganzer mit der Haut, mit dem Kopf, mit allem drum und dran. Siehst du hier? Okay. Und das sind nur die Duben. Mhm. Und die werden dann gefüllt. Ich zeige auch mal, soll ich den Zuschauern mal zeigen, wie das geht zum Auslösen? Ja, bitte, zeig mir mal. Ja, hast du kurz auf, das Umdrehen hier. Okay. Gehen wir mal hierher. So, also erstmal tun wir da vorne den Kopf abschneiden, weil den tun wir nachher braten. Gib das Messer bitte. Hier so hinter den Augen abschneiden da. Mhm. So, dann zieht man das alles raus. Da ist auch innen drin so eine Art Finne. Siehst du das hier? Das ist so ein Plastikteil. Ja. Und jetzt ist ganz wichtig. Jetzt musst du hier. Was gibt's da zu lachen, Leute? Was gibt's da zu lachen? Schau her. Jetzt zieht man hier einfach die Haut ab. Komplett. Dann ist das alles weg hier. Das auch. Und dann dreht man das Ganze um hier. Oder man macht Wasser. Und wäscht es richtig aus und hat hier eine wunderschöne, frische Qualität von einem Tintenfisch. Guck mal, perfekt. Super. Ich glaube, hier brennt's. So. Okay, und du machst jetzt Folgendes. Du tust, also Brot ist schon gebraten. Genau. Du machst dann Paprika, Chili, Knoblauch und Schalotten kleinschneiden, dann anbraten, bitte. Ja. Gell? Ja. Und hier läuft das Gulasch. Horst, bei uns läuft alles. Du, hier läuft sensationell. Ich muss schon sagen, also Tamme ist sowas von vorbereitet auf dieses Dessert. Ich muss ihm jetzt erst zweimal sagen, wo sein Platz ist. Das klappt super. Ja. Aber guck mal hier, das Vanilleschote, ist das jetzt was Gutes für dich oder nicht? Ach du, ich weiß es auch nicht. Du hier, aber was ist das? Das ist so ein teures Küchenmesser. Da ist meins, wo ich die Strohbänder mit durchschneide, aber schärfer, du, das sag ich dir. Die Strohbänder mit durchschneide. Du sollst ja nur anritzen. So. Ich bin am Ritzen. Ja. Das reicht schon. Darf ich mal? Leg mal hin. So, du hast ja jetzt angeritzt. Du musst ja nur das Mark rausholen. Du musst ja nicht durchschneiden. Dann mit dem Rücken vom Messer, siehst du, holst du das Mark raus. Das legen wir auf Seite. Das können wir später noch mal brauchen. Ja, da soll auch Mark einer drauf kommen. Horst. Manches kriegt man in die Wiege gelegt, manches nicht. Wann hast du gemerkt, dass du die Gabe hast? Zum Essen. Nicht zum Essen, zum Heilen. Oh, das ging schnell. Wann? Ich war schon relativ früh so ein Urfummler. Und egal, was ich irgendwo angefasst hatte, musste es alles genau. Das ist im Alter auch so schön. Wenn wir nachher nichts mehr sehen können, fühlen ist keine Schande. Können wir fummeln. Das heißt, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ab wann du das für dich bemerkt hast. So, 5, 6. Oder bist du ausgebildet worden? 5, 6 Jahre, da hatte unser Opa das alles im Griff. Der Opa? Da wusste der, wer das kann, wer das nicht kann. Und dein Opa auch Heiler? Der musste den Vogel haben, das auch durchzuhalten, das zu machen. Wer will denn eigentlich heute noch einen Job haben, wo du nie Feierabend hast? Das ist relativ schwierig, aber nochmal, Tamme. Dein Opa war auch Heiler, ne? Der hat das Ganze auch gemacht. Hauptberuflich sind unsere Leute ja alle in der Landwirtschaft. Ja.
So, und früher hat sie natürlich nicht die Ausmaße gehabt, wie wir jetzt. Also früher waren das die Männer haben. Kleiner. Nicht viel. Nicht viel, Horst. Horst, so die Rühr Größe. Ja, die Größe, wie du sie jetzt hast, läuft in Ostfriesen unter Embryo. Hast du noch eine Frage, Horst? Aber ihr seid doch nicht alle so groß. Guck dir Otto an. Der Otto läuft mir da unter der Arme durch. Der ist früh nach Hamburg gegangen. Ach so, meinst du, dann ist der... Ja, ja, wenn du runterkommst von der Scholle, dann hier gehst du ein. Karl hat auch nachgelassen in der Größe. Ja, stimmt. Aber jetzt, ich lass nicht locker, bis du mir das jetzt vernünftig erzählst. Das heißt also, dein Opa war schon Heiler. Genau. So, und der es hat dann irgendwann gesagt, von Jahren Tradition in der Familie. Also Knochenbrecher heißt das ja bei euch, ne? Ja, das ist aber nicht nur das Eindrängen, das ist Entgiftung und alles drum und dran, was du so kriegen kannst. So, und das hat Opa schon gemacht. Genau. Und wie hat Opa rausgefunden, dass du das auch kannst? Oder gibt es dafür eine normale Ausbildung? Bei mir war das ganz einfach. Ich habe den genau im Rücken lang gefasst, wie er das gemacht hat. Und er konnte ihn dann nachher sagen, wo das war. Habe ich den Punkt getroffen, was er auch gefühlt hat, gab Schokolade. Ja. Habe ich den nicht getroffen, einen an den Hals. Da lernt unheimlich. Aber bei der, also ich denke mal, von deiner Größe angesehen, hast du verdammt oft den Punkt gefunden. Das würde ich sagen. Ne? Und ich nie. So, warte mal, ich muss zwischendurch noch mal ein bisschen machen. So, pass auf. So, das lassen wir einmal aufkochen, damit es dick wird. Ich würde sagen, ich nehme mir die Orange schon mal. Genau. Vor, oder? Motzi, du hast auch Erfahrungen mit Heiler? Mit Heiler, ja. Mit Heilern, naja. In Südafrika haben wir haben genug einen Heiler, sag mal so. Ja? Das ist schon ein bisschen gehört dazu. Die farbige Menschen, die haben, glaube ich, an Tradition-Methode. Und da kommt ganz verschiedene Sachen. Also ist das jetzt Glaube an Tradition oder vielmehr ein Weitergeben von gelernten Dingen, sich mit der Natur auseinandersetzen? Weil ich glaube, Tamme, das ist ja nicht nur irgendetwas, wo man sagt, das ist Hokuspokus oder man gibt das so einfach, sondern es sind ja wirklich Dinge, wo ich glaube, dass der Mensch sich mit seinem Umfeld, mit den Tieren, mit sich selber, mit allem viel mehr auseinandersetzt und das halt lernt und weitergibt. Ja, ich glaube, teilweise ist es so. Aber ich glaube, teilweise, wie ich das mitbekommen habe, zum Beispiel eine Freundin von mir in der Schule, sie ist das geworden. Also sie wurde von unserer Urheiligen da berufen und das hat sie jetzt entdeckt und das ist sie jetzt. Also sie war mit mir in der Schule. Ich weiß nicht, wenn sie weiß, mehr wie ich, ja. Weil wir waren ja immer da zusammen. Aber das ist so ein Gefühl, das vom Inneren kommt und jetzt kann sie das. Ja, deswegen ist auch, glaube ich, wichtig, Tamme, bei dir war ja so, du hast ja auch noch Geschwister und der Opa wird die alle mal zwischengenommen haben. Aber du bist es geworden. Haben die anderen diese Begabung nicht? Die Feinfühligkeit muss da sein. Und es ist auch so, wenn es einer kann, langt völlig. Ja. Wie gewinnst du das Vertrauen zu den Tieren? Weil ich denke mal, wenn da so ein Riesenhengst steht und dem geht's kacke, dann ist er ja nicht gut drauf. So, und wenn du da ankommst und sagst, komm her, ich renk dir mal so ein Bein ein oder einen Nacken gerade, der wird dir nicht erfreut sein. Du kennst den Spruch, dich kann ich gut riechen, oder? Ja. So ist es bei den Tieren auch. Wenn wir aus dem Stall kommen oder wenn wir in den Stall reingehen, die Pferde auf 100 Meter riechen genau, wie ist der Typ drauf, was hat er für einen Charakter, was will er? Will er uns jetzt aufessen oder will er uns retten? Das haben die alles in eine Prise mitgekriegt. Und so ist es auch, wie das Vertrauen aufgebaut wird. Ich habe natürlich eine große Karosserie. Das Pferd findet da mehr Ruhe drin. Ja. Wir aus Friesen haben ja die höchste Schnelligkeit in den Bewegungen, die es auch weltweit gibt. Wer? Ich will dir das mal vorzeigen. Die Ostfriesen. Schau mal, kannst du das sehen? Ja. Und jetzt? Nein. Über 60 Mal in der Sekunde. Dann nennt man. Dann nennt man das Kolibri-Syndrom. Am Ostfriesen. Ich gehe kaputt. Siehst du, als wenn du denkst, ich bin langsam, dann bin ich noch viel schneller. Ja. Apropos schnell.
Mauzi, beim Tanzen muss man sehr schnell sein, oder? Das stimmt. Ja, das stimmt. Und ich sag mal, bei ihm war es der Opa, bei dir so, dass deine beiden Schwestern auch Profitänzerinnen sind. Genau. Woher kommt diese Begabung? Von deinen Eltern oder hast du das in der Schule gelernt oder bist du grundsätzlich schon so auf die Welt gekommen? Ich denke, wir haben sehr gern, also zu Hause, wir sind Showgirls. Wir sind sehr, wir fühlen uns sehr wohl auf der Bühne und dadurch hat Tanzen uns ein bisschen eine Möglichkeit gegeben, uns auszudrücken. Also das haben wir schon als kleines Kind unterschiedlich. Wir haben gesungen, wir haben getanzt, wir haben immer uns vorgestellt, wir waren ganz große Showgirls. Okay. Und das war halt so von Anfang an, ja. Also meine kleine Schwester ist 10 Jahre jünger, also fast 10 Jahre. Und sie musste mit, sie hatte ja gar keine Wahl. Aber im Prinzip kann man sagen, das ist so, wie man sich das vorstellt, ein Traum ging in Erfüllung, oder? Also mein Traum schon. Ja, das finde ich toll. Mein Traum ging erfüllen. Ich bin eigentlich in Deutschland sehr glücklich, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, Deutschland bietet sehr viel für unseren Sport. Ich hätte in Afrika kaum eine Chance, das als so professionell durchzuführen. Ich weiß, dass man kann in Tanzschule, also sich selbst ernähren und seine Geld verdienen. Und in Südafrika ist einfach das... Der Markt nicht so groß. Nee, ist nicht so groß. Und Leute können tanzen, alle. Also kannst du gar kein Geld verdienen. Dann lass, pass auf. Moment. Ich muss dir jetzt ein Geheimnis verraten, und zwar ist jetzt kein Witz, ist wirklich ernst. Ja. Der Horst hat schon ein paar Mal gesagt, weißt du, Johann, wenn ich genügend Zeit hätte, ich würde wahnsinnig gerne bei Let's Dance mitmachen. Kannst du mir einen Gefallen tun jetzt? Mhm. Und kannst du mal testen, ob der Horst überhaupt geeignet ist, da mitzumachen? Horst! Wie sieht's aus? Ja, ist okay. Also ich glaube, ja. Ich glaube, du kannst das. Ich glaube, du kannst das. Ja. Weil komm, wir gehen direkt nach vorne, okay, dann haben wir mehr Platz. Gut, siehst du? Falls jemand verletzt wird. So. Oh, Moment, ich komme auch. Moment, dann komme ich schon mal neu. Okay. Sag ich doch. Wichtig ist die Bewegung hier, ne? Ich habe einen Vorschlag. Beim nächsten Let's Dance. Let's go. Bringe dich zurück. Hast du das gesehen? Dankeschön. Also, bis bald. Mein Nase. Was? Wir werden das neue Tanzball also ich muss, wirklich sagen. Aber man muss sagen, beim Tanzen, im normalen Fall, führt der Mann. Ne? Ich sag nur. Ja, aber warte mal, bis ich ihn eingerenkt habe. Okay. Aber so. Ich bin von zu Hause aus gewohnt, nicht zu führen. Ah, jetzt sehr gute Zuhause. Ja, mein Schatz hat mich im Griff. Jetzt machst du wieder Eigelbe dazu? Ja. Wir machen jetzt gerade die Füllung für die Calamaris, und zwar Toastbrot, also Ciabattabrot geröstet, Paprikawürfel angebraten mit Schalotten, Chili und Knoblauch. Jetzt kommen Eigelbe rein. Und dann werden diese Tuben damit gefüllt, gell, mit dem Spritzbeutel. Und gut abschmecken, schön kräftig mit Salz und Pfeffer. Und ich habe das Fleisch angebraten, das können Sie hier sehen. Das ist ein schönes Lammfleisch, Lammrücken. Mhm. Den habe ich in Würfel geschnitten und dann angebraten. Hier habe ich jetzt rote Zwiebel. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wir geben dazu eine Vielzahl von Gewürzen. Und zwar, so wie in Südafrika, Koriander. Hast du Eiweiß gesagt, ne? Nicht Eigelb. Eigelb. Ah, okay. Oh. Dann Kreuzkümmel, Nelke, Safran, Pfeffermischung und Zimt. Oh.
Wow. Orientalisches Gulasch. Das ist ja das, was die Südafrikaner sehr gerne mögen. Mhm. Viele Gewürze, mhm, gell? Sehr viel. Aber ich finde, das trotzdem irgendwie schmeckt zu Hause das anders, die Gewürze. Also ich sammle meine Gewürze. Ich habe ganz viele. Aber das schmeckt, ja, zu Hause, das ist ein bisschen mehr was Geschmack. Was ist da der Unterschied? Was ist der Unterschied? Da ist mehr Geschmack. Ich finde das. Das ist doch Südafrika. Ja. Das ist schön. Wir machen damit Biltong. Kennst du Biltong? Nee. Biltong ist, wird sehr viel in Südafrika gegessen. Das ist getrocknetes Fleisch. Ach, genau. Biltong. Und dann, das riecht sehr nach Biltong. Ja, und das wird jetzt ein Gulasch. Und zwar kommt jetzt noch dazu Tomatenmark. Wird ein bisschen angeröstet. Und dann kommt drauf etwas Lammfond. Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Portwein. Und dann also wird es erstmal angekocht. Ganz viele verschiedene Fleisch in Südafrika. Also ich finde, dass ein bisschen... Springbok ist... schmeckt so wie Rehfleisch. Mhm, Strauß. Strauß. Und weißt du, was ich auch gut finde? Ist dieses Bobote. Dieses, Bobote, yes. Das ist so ein Hackfleisch, schön in der Form drinnen. Obendrauf Mandeln, Ei. Meine Oma hat das immer für uns gemacht, Bobote. Aber ich glaube, das erste Mal hat sie gemacht, das war nicht so richtig. Aber wir haben es gegessen. Weil das war, es war Oma. Was soll man machen? Aber wir haben sehr viele unterschiedliche Küche durch Indien. Und deine Eltern leben ja noch da. Die waren ja auch mal zu Besuch bei Let's Dance. Ja. Wie hat es denn gefallen? Die lieben das. Also die lieben das. Und meine Mama hat, Ben hat Brink gesehen und wollte das noch mal zu Hause sehen. Sie lag auf der Couch. Sie war fix und fertig. Weil für die ist so unterhaltsam. Die haben das Tanzen in so einer Art noch nicht gesehen. Das war sehr, sehr besonders. Also ja, was soll man da sagen? Einfach schön, oder? Ja, einfach schön und erfolgreich. Genau. So, wunderbar. Probier. Samme. Sag mal, mein Schatz, ich habe mal gesehen, wann du mitbekommst, dass ein Tier, also ein Pferd zum Beispiel, eine Fehlstellung oder irgendwas hat, was du einrenken müsstest. Und zwar, wenn die, du lässt sie mal so antraben, ne? Ja, man sieht es in der Bewegung. Ja, genau. Du hast mich eben gesehen in Bewegung. Ja. Ist da irgendwas schief? Renne ich irgendwo komisch? Ja, ich muss mich dazu aber mit deiner Frau unterhalten. Nicht, dass ich mich in den Nässe hinsetze, wenn ich dich zu flott mache. Das heißt, da wäre noch mehr machbar, ja? Ja, klar. Ja. Ich bin noch voll tunen, so, nicht? Oder wie heißt das denn so? Voll tunen. Aber du bist auch ein sehr gläubiger Mensch, das merke ich, weil du glaubst, desto länger du diese Küchentheke festhältst. Ja. Aber. Ja, desto mehr Essen kommt hier raus. Du musst immer daran denken. Ja. Wiederhin hast du mein Kolibri-Syndrom nicht gemacht. Was ich mache, ist im Moment aktiv kühlen. Stimmt. So, hast du eben den Honig auch mit in die Creme getan? Noch nicht. Das ist super. Machst du den noch da rein? Sonst würde er da ja nicht stehen. Ich wollte dir einen Tipp geben. Also, übrigens, wenn die Mozzi hier den Müll alles so rübergibt zu dir. Hey, nee, komm, Mozzi darf das. Gibt sie aber auch einen Trick, weil wir haben hier vorne Mülleimer. Cool. So, kannst du ruhig unseren nehmen. Ist kein Thema. Mach ruhig hier rein. So, ja? Zwischenzeitlich zeigen wir erstmal, dass Mozzi bei allem Spaß, den wir jetzt hatten, hier perfekte Tintenfische gefüllt hat. Hier, guck mal, diese Duben, die sind wunderschön. Ganz schön. Die werden wir später braten. Und jetzt machst du bitte als nächstes ein Gurken-Carpaccio und dazu eine Vinaigrette aus Apfelwürfeln, Reisessig, aus ein bisschen Ahornsirup, Pflanzenöl und Wasabi. Und dann tun wir dieses Carpaccio schön damit marinieren und dann später braten wir die und legen wir die oben drauf. Okay. So, Datteln habe ich hier kurz im Portwein angeschwitzt, damit sie schön die Flüssigkeit aufsaugen. Gebe jetzt dazu Pinienkerne. Pinienkerne habe ich vorher kurz geröstet. So, und dann habe ich hier vorne einfach Couscous, das heißt Couscous, aufgekocht mit Brühe und stehen lassen, damit er schön trocken wird. Ja? Und dieser kommt jetzt gleich dann dazu zu unseren Datteln. Wir machen noch ein bisschen Olivenöl. Das ist ein sehr schönes Essen, Leute. Das schmeckt nachher richtig mit Minze und Koriander. Das gibt ein richtig gutes Essen. Soll ich den Gurke schälen? Nee. Die Gurke braucht nicht viel. Nein, nur so schöne Scheiben holen. Schön.
haben. Das ist Likör aus Honig. So, ach so, Honig, du willst so den Honig Mäh, ersetzen so, durch Likör. Ein bisschen Alkohol kann ja nicht schaden. Auch zum Beispiel letzten Winter. Ja. Wir aus Dresden trinken jetzt ziemlich viel Rum. Ja. Dazu wenig Wasser. Ja. Weil ich zum Beispiel habe Wasser in den Beinen und will doch nicht, dass sie mich nachts kaputt frieren. Hast du recht, gerade im Winter. Das ist es. Ja. Sag mal, wenn ich dir jetzt ein Stichwort gebe, fällt dir dazu was ein? Schnitzel. Schnitzel. Ja, sag ruhig. Das einzige Schwein, das Schnitzel heißt, lebt hier bei uns. Du meinst diese Schnitzel, nicht? Wie genau. Sie dich damals angeschaut hat. Ja. Du kommst da in den Stall rein, da steht da ein Schwein, das ist ungefähr so groß wie ein Anhänger, wo die anderen mit transportiert werden. Ein riesen Orchimann. Guck mal, da haben wir ein Foto. Und da liegt das Schwein am Bauch. Und okay. Der Kerl bückt sich. So, das heißt Schnitzel und ist wie alt? Schnitzel ist jetzt 5 Jahre, wiegt so um die 700 Pfund. Und ist einfach gut in Ernährungszustand, das hat sie sich bei mir abgeguckt. Aber warum? Schnitzel ist eine Diva von meiner Holden, mehrfach gerettet worden. Und war es auch das erste Mal, wir kriegen sie zu unserem 100-jährigen Geburtstag. Wir haben beide sind wir 50 geworden und haben zusammen gefeiert. Kriegt mir dieses Schwein. Und dann sehe ich das Schwein, das hat ein großes und ein kleines Auge. Ich sehe, oh, dem macht mir Schwierigkeiten. Sagt mein Kumpel, da können wir den von abkriegen. Der braucht 4 Wochen noch Zeit. Und wir nach 4 Wochen vorbei, da kam er dann an. Und mein Kumpel, der trägt so ein gestreiftes Oberteil. Weißt du? Ja. Und hat immer eine scharfe Klinge in der Tasche. Ach, Metzger heißt er, und wir er, ja. wir wollten Spanferkel machen. Und es war auch alles soweit und es war eigentlich haarscharf, bis Carmen kam. Und dieses Schwein, so hinterlistig, wie es damals schon war, auf einmal konnte es... Wen meinst du jetzt, Carmen oder Schnitzel? Carmen kann noch mehr Kunststücke. Aber sie tut das auch immer so. Aber das Schwein will nur Käse haben. Käse? Dann konnte es ja sofort sich hinsetzen, hinlegen, all diese miesen Tricks. Und dann hatte das Namen Schnitzel. Ein Schwein, das einen Namen hat, wird natürlich ganz schwierig umbringen. Ja, aber deine Carmen ist ja hier. Jetzt, wo ist Carmen? Carmen, meine Harte, wo bist du? Ja. Ach, Carmen, mein Schatz, komm, wir setzen dich. Komm mal kurz dazu. So, Carmen, da kannst du auch reden. Komm, ich halte das fest, weil da muss man immer. Oh, Mund, das ist toll, das ist ein Service, du. Ja, du bist ja ein Spitzentyp, ne? So ein richtiger kleiner Schmusekater. Vor allem ist der schnell, ne? Ja, ich bin tief beeindruckt. Wie hast du dir den Kerl denn geangelt? Ja, das war eine lange Geschichte. Mein Pferd wurde leider verrenkt von jemand anders. Und da ich 2 Jahre vergeblich Hilfe gefunden hatte, also keine Hilfe gefunden hatte, meine Mutter hatte ihn im Fernsehen gesehen, da habe ich mein Pferd eingepackt, Termin gemacht und bin nach Ostfriesland gereist. Er hat das Pferd einmal behandelt, er war wieder fit, nur... Du warst verliebt. Ich habe ihm zu tief in die Augen geguckt. Also musste das Pferd nach 3 Wochen wieder als Alibi mit, weil ich nicht so der Anmacher-Typ bin. Und hat gesagt, ja gut, das Pferd ist nicht in Ordnung, der muss halt nochmal nachgeschaut werden. Das heißt, das Pferd, das war topfit? Der war topfit, ja. Ja, du hast nur gesagt, okay. Der läuft immer noch komisch. Ja, genau. Guck mal, ja. Ja. Raviniert. So. Tja. Ja. Hat Tamer das gemerkt? Na, Tamer wohl weniger. Sein Vater, also Opa, sagen wir, haben wir immer gesagt, war wohl etwas pfiffiger als er. Der hat das wohl rausgekriegt, dass es nicht ums Pferd, sondern eher um mich ging. Beziehungsweise zwischen uns beiden. Ne? Tamer hat gar nichts mitbekommen. Ne? Hat der Vater irgendwann gesagt, pass auf, Opa muss den aufklären, wie das so ist. Ne? In dem Alter müssen die Kinder noch ein bisschen aufgeklärt werden. Also der hat dann alles in die richtige Bahn gelenkt, der Opa. Also ich meine, wenn man Tamme so sieht, ne, guck mal da, der heilt sogar meinen Herd heute durch. Ich glaube, der war gar nicht mehr kalt. Danke dir. Ich gehe mal mit dem fertig machen, bevor der zu schnell wird. So, wenn du meine Frau verrückt machst... Schüttel dich deine Bratkartoffeln. Das ist auch so ein Ding. Wo sind wir hingekommen? Ja. Tamme, wie hast du den Carmen nachher klargemacht? Da geht ja alles so schnell. Kolibri-Syndrom, ich sage immer nur. Nein, aber dein Vater musste dich echt darauf hinweisen, dass sie wegen dir da ist. Hör mal, das ist so mit Ostfriesen so. Wir haben ja so weitläufige Interessen.
Und bei uns wird ja auch die Größe mit berücksichtigt, wenn man sich Frauen aussucht. Ich müsste denn zum Beispiel hier drei haben, wenn du eine. Drei Frauen? Ja, eigentlich ja. So? Echt? Hm. Finde ich sehr schade, ne? Wow. Ja, also. Du musst ihm vorstellen, Horst juckelt so ein bisschen deinen Rücken, was du manchmal so schön ist. Diese kleinen Hände, guck dir die mal an. Horst, halt immer gegen. Horst, halt immer gegen. Horst, wenn der ein Grubber wäre, du würdest ja zwei Tage mit dem Trecker auf dem Hektar laufen. Ich schaffe viel mehr Fläche. Ja, das stimmt allerdings. Mozzi. So, ja. Hier da jetzt mal eine Schicht. Jetzt sehen wir mal ein anderes Thema. Du bist ja wie lange jetzt in Deutschland? Seit 2000. Seit 2000. Mittlerweile und jetzt lang. Bist du kurz davor, eine Tanzschule zu öffnen, oder? Yes. Und wo soll die sein? Wo? In der Nähe von Frankfurt. In der Nähe von Frankfurt. Im Taunus, ja. Ja? Da wohne ich jetzt. Also Fernsehen ist nicht so für dich jetzt immer das Wichtigste, sondern eher auch mal sowas, wo man Leute dann von Angesicht zu Angesicht trainieren kann. Ja? Also ich liebe Tanzen, das ist meine Leidenschaft. Ich werde das auch immer treu bleiben. Und ich bin sehr gerne unter Menschen, unterrichten. Und das ist irgendwas, was ich nicht für Fernseher leider abgeben würde. Ja. Weil was man mittlerweile im Fernsehen sieht, da überlegt man das zweimal. Daher mache ich meinen Tanzen einfach weiter. Okay, okay. Ja. Also könntest du dir vorstellen, auch ich sage jetzt mal so, ja, wie das so oft ist bei solchen großen Wettbewerben auch, du bist ja Profitänzerin, genau. Auch nach wie vor mitzumachen als Profi oder auch mit neuen Talenten, die du ausbildest? Ja, ich habe jetzt im Moment Deutsche Meisterin Jugend. Ja? Das ist ein Paar, das ich betreue. Und da werde ich auch weiterhin Wertungsrichter und so weiter machen. Ich unterrichte auch jetzt sehr, sehr gerne so aus Spaß, sagt man Breitensport. Ja? Das heißt, Herr Müller und Frau Müller kommen zu mir und sagen, wir möchten gerne tanzen. Das ist eigentlich immer am Spannendsten. Also es ist ja so, dass man heute eigentlich immer in der Schule Tanzkurs hat. Und danach? Ja, das ist gut. Ja, doch, in der Schule. Schule, normale Schule. Ja, in der normalen Schule? Genau, ja. So, und jetzt kommen ja Talente zu dir, so wie Horst und Gülder Horn zum Beispiel. Es kommen solche Menschen wie ich zum Beispiel. Ja. Wie bringt man das den Leuten bei? Weil das ist ja so, man muss ja ein echtes Musikgefühl haben. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, oder? Also das Schwierigste in den Tanzkursen sind eigentlich immer, leider muss ich sagen, immer die Ehefrauen. Also das ist immer das Schwierigste, weil ja, das Problem ist. Warum die Ehefrauen? Weil eigentlich man hat es geschafft, dass der Mann zum Kurs kommt, was schon ein Erfolg ist. Ja? Ja, und dann? Und dann fängt man die Schritte zu machen und da hörst du in der ganzen Zahl, in der ganzen Saal, wie die Frau hinter dir steht und Reste Fuß. Da würde ich auch keine Lust haben. Also da würde ich auch zu Hause bleiben. Ich denke. Ja. Ach so, das heißt. Die tanzen nicht zusammen, die kommen nur mit, weil sie nicht, die wollen nicht, dass die Männer alleine zu dir gehen. Kann sein, aber ich sag mal so, Menschen sagen immer, in Deutschland wird nicht viel getanzt, das stimmt nicht. Und vor allem, wenn die Männer dann ihre Schritte können, das dauert halt ein bisschen länger, dann sind sie sehr, sehr gerne in der Tanzschule. Aber die Frau muss sich wirklich entspannen. Die müssen entspannen, die Männer brauchen ein bisschen länger wie alles, ne? Das ist ja nichts Neues. Hallo? Sag mal. Aber dann sind die Jungs total lieb und kommen sehr gerne in die Tanzschule. Dann lassen sogar Fußball ausfallen. Ehrlich? Ja, sag mal, Dame, kannst du tanzen? Ehrlich jetzt. Dame kann jeder tanzen. Jeder kann tanzen. Pass auf. Ich habe in Argentinien Tango gut. Du kannst mir das alles erzählen. Ich möchte sehen, wie du hier vorne Tango tanzt. So, Schluss. Erzähl mir nichts. Diese Wahnsinnsfrau. Komm, Mozzi. Versuch mal. Da sage ich so zu ihr, ich sehe, hör mal zu, so mit einer echten Argentinierin habe ich auch noch nicht herumgetangelt hier, nicht? Da sagt sie, ich komme aus Oldenburg. Ich sehe, was ist das denn? So, liebe da Dame. Kam die aus Oldenburg und hat eine Tango-Schule mit ihrem Freund zusammen in Buenos Aires gehabt. Das gibt's. Diese arme Frau wurde anschließend auch zwei Tage behandelt. Dame.
Hat Dame. Jetzt Plattfüße. Ich brauche meine Füße noch. Bitte nicht ablenken jetzt. Ich möchte Dame Hang exklusiv im deutschen Fernsehen erleben. Wie man hier Tango tanzt. So, bitte. Ich mach das. So, komm, los geht's. Bitte dann. Komm, das Schäkchen fühle ich für dich. Geh mal nach vorne, ich mach den Switcher. Also, weniger. Ich muss ehrlich sagen, letztes Mal war ich hier und dann habe ich gesagt, oh, ich kann nicht so viel kochen. Und dann würde ich im Facebook richtig so, oh, du afrikanische ehrlich? Frau, du kannst nicht kochen. Und ich habe mir Mühe gegeben. Ich hoffe, man hat das gesehen, dass ich besser geworden bin. Super, toll, ganz toll. Ich habe geübt. Du hast ich koche mehr jetzt. Ich übe nicht ja eigentlich nichts, genau wie beim Kochen, so ist es auch beim Tanzen. Ich übe gar nichts, das ist auch die Gefährlichkeit an mir. Echt? Dann tanz doch mal. Nein, nur kurz. Wir probieren zwei, alle. Zwei, drei Grundschritte. Zwei ich lasse mich führen, das neulich, ist sehr, sehr neulich habe ich bei Bud Spencer noch einen Film gesehen. So, da kommt darauf an, dass das rechte Bein hinterm Ohr geklappt wird. Oh, jetzt geht das los. Tango. Ich bin offen. Was haben wir denn? Du bringst mir jetzt den Tango neu bei. Okay. Okay. Oh, das kann dauern. Haben wir noch so viel Zeit? Wir machen den Grundschritt. Das ist Cha-Cha. Okay, lass uns Cha-Cha machen. Das geht auch. Lass uns machen. Haben wir keinen Tango? Wir haben keinen Tango. Tanze mit mir in den Morgen. Wir machen am Platz. Am Platz. Platz, Platz. Eigentlich. Es gibt. Hervorragend, wie schön das klappt, wenn man nach. Ja, ne? Ganz toll, ne? So, ja. Guck mal, Mozi. Ja, also wir sind fertig mit Kochen. Wir müssen jetzt nur noch einen Tisch haben zum Essen. Ich habe jetzt für dich erstmal da oben drauf die Vinaigrette gemacht mit den Äpfeln. Und jetzt siehst du hier diese Dinkelstuben. Ja? Die haben eine schöne. Hast du die raffinierteren Menüs oder die bessere Hilfe? Hast du schön, ich mache ein bisschen Olivenöl rein. Ich habe die bessere Hilfe. Salz. Bitte Salz drauf machen, so. Siehst du hier jetzt? Jetzt muss ich den Leuten mal zeigen hier. Guck mal, erstmal das Gulasch. Guck mal, wie schön das ist hier. Das Gulasch ist perfekt. Schön so. Dann. Haben wir daneben die Dinnenfische und guck mal hier, Couscous. Den wunderschönen Couscous. Probier mal bitte mal, ich gebe dir einen neuen Löffel. Und, wie schmeckt das? Super. So, gib mir die Dinnenfische bitte her, dann schneiden wir die kurz durch in der Mitte, dass wir so schön Scheiben auf dem Teller haben. Jetzt muss ich ja sagen, Johann, das sieht verdammt lecker aus. Ich werde mich nachher bei dir einladen zum Essen. Ja, kannst du, schau her. Ja, guck dir mal den Gulasch an. Ja, aber guck mal hier innen die Füllung an von dem Dinkenfisch. Guck mal. Wir kommen gucken, aber mein Essen wird kalt. Ich bin fertig. So, und dann legst du jetzt bitte drauf auf den Teller oben alle, die wir da haben. Schön. Das ist ja fantastisch, wie du das hast, die Füllung. Als hätte ich dir das beigebracht. Sieht sehr lecker aus. So, schön drauflegen, dann machen wir oben diese Buttertür mit dem Knoblauch. So. Probiert mal das Gulasch hier beide. Ja, ich muss das Gulasch haben. Probier das Gulasch. Das Gulasch, ich probier es mal. Das ist jetzt dieses orientalische Gulasch. Warte, ich bring die Platte rüber da zu dir. Hier. Orientalisches Gulasch. Da muss ich den Mund tun, dann mal die Augen zumachen und dann tanzen sie auch alle dabei. Mit Fleisch, mit Fleisch. Ja, ich muss erst mal nur die Soße probieren. Da muss ich das Fleisch mit dranhängen, sonst ist das ganz okay. Alter Schwede. Also wenn ich dich nicht schon kennen würde, würde ich sagen, ich will mit dir in der Küche stehen. Lecker, oder? Ja, sehr lecker. Dame. Sehr lecker. So. Ja. Johann,
Das Tier ist nicht umsonst gestorben. Mhm. Ja, das ist wirklich, wirklich so. Das steht vor. Vorrat. Jetzt machen wir hier drüber schön diese Knoblauchbutter. Guck mal hier Geschmack. Vom Braten. Mhm. So. Weichbraune Butter mit Knoblauch. Ich mache es weg. Ja, mach das weg, genau. Sollte ich schon mitnehmen? Ja. Ja, warte einen Moment. So, jetzt musst du das wieder nach vorne stellen. Wir tun ein bisschen ein Ding drauf, ein bisschen frische Kräuter noch. Beziehungsweise ein paar Salatblätter hier. Fein gezupft oben drauf, gell? Schön feine Blätter oben drauf machen. Ich will den schon mal hier. So weit. Ofenratatouille. Da so fein drüber zu machen. Ofenratatouille mit Thymian-Kartoffelchen und Putenröllchen mit Parmaschinken. Und ich weiß nicht, wie es fertig geworden ist, aber Tamme hat es geschafft. Wo ist unser Dessert, Tamme? Ach, da. In Startposition. In Startposition. Also kochen ist schon schön, muss ich wirklich sagen. Macht Spaß, gell? Macht Spaß. Ich habe auch ganz viele Kochbücher jetzt. Ein Kirschquark-Knusper-Dessert. Die stehen nur so da. Warum? Salz. Tamme. Salz. Ja, fantastisch. Und vor allen Dingen schön mild. So, schön mild, gell? Das Gulasch ist nicht so scharf. Und jetzt noch ganz wichtiges, oben drauf den Liebesapfel. Guck mal, so schön. Liebesapfel. Granatapfelkerne. Drauf klopfen, dann fallen die raus. Das ist diese Säure, so. Sehr gesund. Siehst du hier? Passt. Fertig, ja, perfekt. Stell's mal wieder nach vorne, stell's nach vorne. Okay. Und jetzt nicht fallen. Ja. Damen. Oh la la. So. Super. Dankeschön. Bitte schön. Ja, tut mir leid, wir haben nur so kleine Stühle. Ja, das ist so. Die schönen kleinen Tische, so Horsten. Ja. Ich erinnere mich daran, meine Schwester, die kriegte zu Weihnachten auch mal so ein Barbie-Teil oder was das war, so wo sie denn zwischen. So, zeigen wir mal jetzt. Er ist übrigens der Einzige, der mit seinen Beinen bisher nicht unter den Tisch gekommen ist. Guck dir mal an. Aus Südafrika. Wenn der sich jetzt erschreckt, ist der Tisch weg. Absolut. Also zunächst mal möchte ich eine sagen. Die Sendung machen wir schon sehr lange. Und das ist sehr ernst bei euch. Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Gäste an meiner rechten Seite schon vor Ende der Sendung besoffen waren. Jawohl! Mozi Mabuse, Dame Hanken! Dankeschön!